Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem 1. FC Köln. Heute im DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Wir können auch noch mal ganz kurz gucken, wer denn sonst noch so alles spielen darf und spielen muss. 1860 hat gegen den FC Bayern München gespielt und 2-0 verloren. Die Würzburger Kickers verlieren gegen Frankfurt mit 1-0. Nürnberg 2-2 gegen Hertha BSC und danach 5-4 für Hertha im Elfmeterschießen. Hamburg gewinnt 1-0 gegen Werder Bremen und es spielen noch Kaiserslautern gegen Mainz, Wolfsburg gegen Köln, Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen und Union Berlin gegen Erzgebirge Aue. Also sehr interessante Spiele tatsächlich noch, die im Pokal auszuspielen sind. Und wir müssen heute gegen Wolfsburg ran und heute ist die Frage, spielen wir mit der zweiten Mannschaft oder spielen wir mit der ersten Mannschaft? Ich habe mich dazu entschieden, vielleicht doch erstmal die zweite Mannschaft spielen zu lassen. Allerdings werden wir auf jeden Fall zwischendrin definitiv wechseln, ein paar wichtige Spieler reinnehmen. Müssen wir mal gucken, also je nachdem wie es läuft, werden wir da auf jeden Fall ein paar Änderungen vornehmen. Eventuell werden wir statt Osako heute auf jeden Fall Stendera spielen lassen. Komm, das machen wir einfach mal und dann dürften ja die Änderungen eigentlich im Rahmen sein. Schauen wir einfach mal. So, und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach ins Spiel gehen. Wir sind zu Gast in Wolfsburg gegen den 1. FC Köln, also viel Spaß. Willkommen in Wolfsburg, willkommen zum Pokalspiel VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Ja, es geht endlich weiter im Pokal. Wir sind in der dritten Runde, wir sind im Achtelfinale des Pokals und heute, ja, Bundesliga gegen Bundesliga Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Also ein spannendes Spiel, denke ich mal. Wir sehen auch die anderen Ergebnisse schon. Ich habe sie im Vorfeld der Folge vorgelesen, wie die anderen gespielt haben. Die rechte Seite, die spielt komplett heute noch. Und da sind auf jeden Fall auch ein paar sehr spannende Spiele bei. Da bin ich mal gespannt, wie die ausgehen und gegen wen wir dann ausgelost werden, falls wir denn weiterkommen sollten in der nächsten Runde. Julian Draxler ist der Spieler im Fokus. Das wird auf jeden Fall auch eine sehr interessante Geschichte. Julian Draxler, ja, ist in diesem Spielstand natürlich noch beim VfL Wolfsburg. Er ist im Winter in der Realität zu PSG gewechselt. Da müssen wir mal gucken, wie er so spielen wird. Und ja, Kuhn-Castells, so sieht die Mannschaft aus von VfL Wolfsburg. Kuhn-Castells im Tor, Schäfer, Bruma, Knoche, Tresch, Gilavogi, Caligiuri, Asquez, Viarinha, Draxler und Mario Gomez vorne im Sturm. Wir gucken auch nochmal ganz schnell auf unsere Elf, wie es denn da aussehen wird. Wir spielen größtenteils mit der Mannschaft, die auch zuletzt gegen Frankfurt gespielt hat. Eigentlich eine starke Truppe. Osako wird dafür aber erstmal rausgehen und dafür ist Stendera drin. Ansonsten ist alles gleich geblieben mit dem Spiel gegen Frankfurt. Hier sehen wir die Jungs. Timo Horn im Tor, Durm, Kempf, Süyüncü, Risse, Höger, Özcan, Öztunali, Stendera, Gnabry und Johannes Eggestein vorne im Sturm. Also wir dürfen gespannt sein, wie denn das Spiel so verlaufen wird gegen VfL Wolfsburg. Bundesliga gegen Bundesliga ist im Pokal auch immer sehr interessant. Aber eigentlich finde ich ja den Pokal total geil, wenn es dann eben gegen unterklassige Teams geht. Aber wir werden abwarten, was denn hier dieses Spiel zu bieten hat. Wieder Harald Fimmler, die Spielleitung. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Wir haben Anstoß. Los geht's ins Spiel. Anstoß für den 1. FC Köln. Mal gucken, wie unsere Kölner heute so drauf sind gegen Wolfsburg. Das ist auf jeden Fall zweifelsohne ein wichtiges Spiel für den 1. FC Köln gegen Wolfsburg. Wir wollen und müssen hier auf jeden Fall gewinnen, damit wir eine erfolgreiche Saison haben. Und eine erfolgreiche Saison wäre zum Beispiel auch das Weiterkommen im DFB-Pokal. Das wäre auf jeden Fall ziemlich schön. Und das war mal ein guter Spielzug. Stendera, das müsste abseits sein von Öztunali. Und das ist zwar das Tor, aber leider doch abseits. Das hat man leider schon im Ansatz gesehen. Aber ansonsten schöner Spielzug vom 1. FC Köln. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht beschweren. Da kann man sich gar nicht beschweren. So, Abstoß für Wolfsburg. Castells haut weit rein. Aber wir wieder am Ball. Also das sieht im Moment ganz gut aus, was wir da machen. Das ist sogar sehr stark. Eggestein auf Höger. Und das nächste Ding, was nicht versenkt wurde. Wieder die nächste Möglichkeit für den 1. FC Köln. Diesmal kein Abseits. Aber wie Höger da verzieht, das kennt man normalerweise von ihm besser, wenn man einfach mal die letzte Saison betrachtet hat. Hat er viele Tore geschossen. Dieses Jahr sieht das nicht so doll aus von ihm. Aber trotzdem starker Spieler immer noch, finde ich persönlich. Eggestein wieder, sehr schöner Ball. Wieder, der passt, aber der kam nicht an. Also Wolfsburg weiß gar nicht aktuell, wie ihm geschieht. Wir sind aktuell deutlich stärker als Wolfsburg. Wir starten hier gerade eine Offensive, die seinesgleichen sucht irgendwie gefühlt.
Und Gnabry kämpft sich den Ball. Das war sehr stark. Eggestein. Eggestein, er kämpft sich weiter in die Perspektive, einen guten Torabschluss zu suchen. Und da Stendera. Schlechter Ball auf Öztunali. Das muss er sich selber eingestehen. Das war nicht so gut. Ja, 12 Minuten gespielt und schon haben wir ja wahnsinnig große Chancen die ganze Zeit gehabt. Also wir sind ja kaum zu bändigen aktuell. Das kenne ich vom 1. FC Köln sonst nicht. Öztunali, guter Ball auf Gnabry und den muss er jetzt machen. Den macht er jetzt nicht, weil Castells hält. Wieder eine Riesenchance für den 1. FC Köln. Also aktuell sieht das sehr stark aus, was der FC hier macht. Wolfsburg, ja, kann nur reagieren. Kann aktuell nur reagieren und das ist ja nicht besonders gut, wie sie reagieren. Normalerweise dürfte Wolfsburg knapp die bessere Mannschaft haben. Aber das sieht man aktuell nicht. Öztunali, wieder ein guter Ball. Eggestein, wieder auf Öztunali. Öztunali versucht es, Eggestein versucht es wieder und Schäfer stört Johannes Eggestein am Schuss. Also das ist, wow. Also Wolfsburg kann sich aktuell gar nicht befreien. Das ist mehr als absurd, was Wolfsburg hier spielt im Vergleich zum 1. FC Köln. Der 1. FC Köln offensiv deutlich stärker. Und mit den meisten Chancen. Aber wir machen die Dinger aktuell nicht rein. Und wieder Eggestein, Knoche ist wieder da. Also ich weiß nicht, was Wolfsburg hier vorhat. Aber wenn sie so weitermachen, dann wird das auf jeden Fall kein Sieg. Aber jetzt erstmal Mario Gomez. Und Kempf klärt erstmal die Situation. Stark gemacht von ihm. Und nächster Angriff. Oh, diesmal über Vieirinha. Das sieht gut aus. Soyuncu ist da, klärt. Also das hätte die erste große Möglichkeit für Wolfsburg werden können. Aber gut geklärt von uns. Und jetzt wieder der Angriff für den 1. FC Köln über Öztunali. Der bisher sehr stark auftritt teilweise. Stendera, er ist ein bisschen auf verlorenen Posten. Kennt seine jetzigen Mitspieler ja jetzt auch nicht so dolle. Zumindest was den Wettbewerb angeht. Er ist normalerweise im ersten Team, in der ersten Mannschaft, spielt normalerweise nicht mit diesen Jungs hier zusammen. Außer im Training natürlich. Und ja, da ist das Foul abgepfiffen worden. Freistoß für Wolfsburg mit Carlos Vázquez. Gut geklärt erstmal. Und das ist die Möglichkeit. Gomez. Normalerweise macht er solche Dinger knapp am Tor vorbei von Timo Horn. Glück für den 1. FC Köln. Aber es wäre nicht verdient gewesen, wenn Wolfsburg hier die Führung übernommen hätte. Weil wir einfach deutlich, deutlich stärker waren bisher als Wolfsburg. Aber wer die Dinger nicht macht, der kann sich auch nicht beschweren. Stendera. Stendera setzt sich stark durch. Stendera muss jetzt den Schuss. Oh Gott, das war nur ein Schüsschen. Das war schwach gespielt von Stendera. Gut durchgesetzt zwar, aber ja, der Schuss war dann letztendlich gar nichts. Aber der wurde auch gut bedrängt von der Wolfsburger Verteidigung. Das muss man natürlich auch neidlos anerkennen. Und der Ball war gut diesmal auf Draxler. Und Durm stört Draxler. Das war wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig von unserem Außenverteidiger. Nächste Ecke für Wolfsburg und Gomez. Wieder eine Riesenchance, wieder Mario Gomez. Ja, zweite große Chance für Wolfsburg, zweite Chance für Mario Gomez. Ja, da spricht mal wieder Bände. Und Vázquez, gut geholt. Also jetzt wird Wolfsburg tatsächlich stärker. Soyuncu, gut geholt. Vázquez kriegt aber den Ball nochmal, aber Horn ist da. Also Wolfsburg wird auf jeden Fall stärker. Sie sind jetzt aufgewacht. Sie haben gemerkt, dass es so anscheinend doch nicht weitergeht, wie sie vorher gespielt haben. Und jetzt merkt man, dass auch Wolfsburg hier gewinnen will und dass sie dann doch ein paar gute Spieler haben. Stendera, gut weitergeleitet. Risse. Stendera wieder. Gut auf Gnabry. Wieder die Chance für den 1. FC Köln. Wieder vergeben. Also das kann nicht wahr sein. Serge Gnabry, dicke, dicke Chance für Serge Gnabry. Wieder am Tor vorbei, wenn auch wieder nur knapp. Aber so langsam muss es doch mal rappeln im Karton. Muss es mal rappeln im Tor. Das kann doch nicht weitergehen so. Wieder der 1. FC Köln. Wieder über Stendera. Eggestein. Schade. Schlecht weitergeleitet von Johannes Eggestein. Vieirinha. Vieirinha, der ja, Europameister. Stendera. Gut weitergeleitet. Gnabry. Ah. Knoche haut den Ball wieder raus. Ja, hinten sind wir eigentlich ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kopfbälle, ja, die gewinnen wir, die Kopfballduelle. Schön weitergeleitet und wieder Schäfer, der den Ball ablenkt. Castells haut den Ball
auf Nummer sicher raus. Muss er auch. Eggestein. Gut gemacht von Gnabry, sich den Ball hier wieder zu erobern. Und wieder Stendera den Ball, ja, riskant spielt. Aber es war eine gute Idee. Johannes Eggestein war kurz vorm Tor. Also ist auch gut gelaufen. Aber dann ist letztendlich noch ein Verteidiger von Wolfsburg dran gewesen. Und es steht mal wieder 0:0 hier im Spiel. Und ja, wir können eigentlich jetzt schon wechseln. Marc Uth kann rein. Gnabry kann raus. Dafür kommt Bittencourt. Und Özcan geht raus und dafür kommt Sané. Mal gucken, was die Jungs in der zweiten Halbzeit dann so bringen. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn man die zweite Mannschaft nochmal auflaufen lässt. Die sind dann schneller platt. Wir haben jetzt schon die drei Wechsel vollzogen. Wir können uns jetzt keine Fehler erlauben, weder rote Karte oder Verletzung. Das wäre für uns dann absolut fatal, leider. So, erstmal schön geholt von unseren Jungs. Und das war ein starker Ball. Stendera. Bittencourt. Stendera wieder. Stendera muss sich nur mal freilaufen, dann wird das hier noch was. Stendera, aber Bruma ist da. Gut geklärt von Bruma und wir erobern uns wieder den Ball. Sehr stark gespielt, Bittencourt. Wieder Uth. Ah, der wird oft gestört. Stendera verliert den Ball an Gilavogi, der auch sehr stark spielt. Trash. Und weiter geht's mit Wolfsburg über Draxler. Draxler wird kaum bedrängt. Könnte immer mal wieder einen Wahnsinnspass raushauen, der liebe Julian Draxler. Bisher sieht das gut aus und das muss Risse klären. Das war knapp. Wenn Mario Gomez da hochgesprungen wäre, eieiei, das wäre gefährlich geworden. Und jetzt vielleicht der Konter für den ersten FC Köln. Uth verliert den Ball wieder. Also Marc Uth ist im Moment nicht so gut drauf. Wie am Anfang der Saison, verliert sehr viele Bälle. Seine Ballkontrolle ist nicht immer so perfekt, wie es scheint. Ein bisschen ärgerlich. Aber er macht wenigstens die Tore, wenn er vom Tor steht. Und das fehlt uns aktuell eigentlich. Gilavogi, sehr schön gespielt. Villarreña wieder. Und Durm fälscht ab. Ja, 58 Minuten gespielt. Wir können nicht mehr wechseln. Wir können gar nichts mehr tun. Wir müssen jetzt, ja, das hier aushalten, was hier passiert. Und, da pfeift der Schiedsrichter auf Freistoß. Ich weiß nicht, warum. Also das war für mich ein ganz normaler Zweikampf, ganz ehrlich. Und die Chance, ja, vergeben und es gibt Ecke. Ja, aber Ecken sind die Wolfsburger gefährlich. Gomez holt sich den Ball. Und Höger klärt den Ball. Das war stark. Öztunali. Jetzt müssen wir den Ball nur rauskriegen irgendwie. Kriegen den Ball auch raus. Sehr stark. Und jetzt vielleicht der Konter über Stendera. Sehr gut gespielt auf Sané. Sané. Bittencourt. Ah, schade. Das war ein Missverständnis zwischen Marc Uth und Stendera. Da ist mal Marc Uth dann plötzlich nicht mehr freigelaufen und weitergelaufen. Und Sané kriegt sofort immer, ja, den Pfiff. Auch ein bisschen ärgerlich. Aber Sané holt sich den Ball super. Ah. Ja, kann man pfeifen auf jeden Fall. Gelbe Karte ist auch in Ordnung für Carlos Azquez. Ja. Und wir kriegen den Freistoß. Also wir haben den Vorteil haben wir verstreichen lassen. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber auch ein schlechter Ball, ganz ehrlich. Und Kempf blockt den Ball von Kuba. Also 68 Minuten gespielt und schon wieder ist es nur ein 0:0. Stendera, sehr schön gespielt auf Bittencourt. Bittencourt, jetzt vielleicht mit der Flanke und der wird gelegt. Heieiei. Und es gibt sogar nur Abstoß. Es gibt sogar nur Abstoß. Also hervorragendes Tackling vom Wolfsburger Verteidiger. Ich glaube, Knoche war es. Und wieder der 1. FC Köln. Also der 1. FC Köln nicht so stark wie am Anfang des Spiels. Aber dennoch, glaube ich, würde ich sagen, noch, immer noch stärker als Wolfsburg. Wir machen auf jeden Fall Druck. Aber daraus resultieren im Moment keine Chancen, weil auch Stendera sehr oft den Ball verliert. Es ist ein bisschen ärgerlich. Es ist ein bisschen ärgerlich. Und jetzt macht Wolfsburg natürlich eine Ecke ruhiger hier. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Es ist ein spannendes Spiel mit Vorteilen für den 1. FC Köln. Jung. Und gut geklärt. Und wieder der 1. FC Köln. Jetzt muss es mal schneller gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Und Stendera verliert schon wieder den Ball. Also der ist nicht mehr fit. Der ist nicht mehr fit. Seine Pässe kamen am Anfang des Spiels deutlich besser an. Und jetzt ist da ein bisschen, ja, Larifari. Stendera. Ah, das war knapp, aber gut. Ah, Bittencourt. Schade.
Also so richtig viel Koordination ist nicht mehr beim 1. FC Köln zu erkennen. Und jetzt der Konter für Wolfsburg mit Caligiuri und Kempf. Ja, das war sehr wichtig. Da hat Caligiuri auch ein bisschen zu lange gebraucht, um den Ball hier weiterzuleiten. Und das wurde dann eiskalt bestraft von unseren Verteidigern. Öztunali, sehr gut jetzt. Höger. Weiter jetzt auf Bittencourt. Bittencourt hat jetzt auf jeden Fall sehr viel Platz. Bittencourt. Jetzt die Flanke, bitte. Bitte. Castells kommt raus, schnappt sich die Kugel. Heieiei, ärgerlich. Wieder für den 1. FC Köln. Asquez. Asquez. Ja, das macht er sehr souverän. Bruma. Also Wolfsburg zeigt auf jeden Fall, was sie drauf haben, was sie können. Und es steht immer noch 0:0. Es wäre ärgerlich, wenn wir hier in die Verlängerung müssten. Und das war gut von Bittencourt. Sehr stark von Bittencourt. Gut. Sehr souverän. Sehr souverän. Sonny. Oh. Junge, 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 Junge. Da wurde er auch wieder gestört. Konnte nicht ordentlich abschließen. Und dann kam auch wieder so ein Schösschen bei raus. Das ist ärgerlich. Gerade so knapp vorm Tor dann solche Möglichkeiten verstreichen lassen, das ist sehr, sehr nervig. Aber wir können es nicht ändern. Wir können es einfach nicht ändern. Die Fans sind auf jeden Fall da. Man hört kaum Wolfsburger Fans, nur FC-Fans. Und das ist gut. Gut. Sehr aufmerksam von Wolfsburg gespielt. Und das war's. Die ersten 90 Minuten sind vorbei. Leider, leider Gottes. Können wir nicht mehr wechseln. Wir müssen jetzt die Verlängerung so spielen, wie wir ganz am Anfang gespielt haben. Huiuiui. Also das ist... Das wird eine ganz, ganz schwierige Kiste, hier gegen Wolfsburg zu bestehen. Die Jungs sind platt. Die sind absolut platt. Und ich hoffe, dass wir keine Verletzten haben werden. Oh, das war stark von Gomez. Gomez mit dem Schuss auf Jung und Horn. Horn rettet uns. Dann doch noch das Ergebnis. Wir liegen nicht hinten. Es steht immer noch 0:0. Und wir haben immer noch die Möglichkeiten, hier weiterzukommen. Und das wollen wir natürlich nutzen. Und das war wieder die Schussmöglichkeit für Wolfsburg. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob wir das hier so hinkriegen. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Die Jungs sind absolut platt. Aber Wolfsburg auch so langsam. Gilavogi, der läuft auch schon am Abgrund quasi. Der kann auch nicht mehr. Schäfer kann noch ein bisschen. Trash. Bruma. Oh, gute Flanke. Da muss Höger hin. Kommt er auch. Und Durms. Sehr schön gemacht. Und jetzt vielleicht der Angriff für den 1. FC Köln. Sehr stark gespielt auf Bittencourt. Der hat noch auf jeden Fall noch ein bisschen Dampf. Bittencourt, Bittencourt, Bittencourt. Schuss, aber nicht drin. Gute Möglichkeit. Und Durm kommt nicht rechtzeitig hin. Wolfsburg verteidigt das clever. Schade, große Möglichkeit. Und jetzt wieder der 1. FC Köln. Jetzt vielleicht mit dem Kopf. Nein. Abstoß für Wolfsburg. Also, sehr spannendes Spiel hier im Pokal. Die erste Verlängerungshälfte ist auch gleich schon vorbei. Oh, das kann eng werden. Das wird eng. Wir dürfen nicht ins Elfmeterschießen. Das wäre nur noch Glück. Öztunali, sehr gut gemacht. Gut, noch besser gemacht. Stendera muss wieder zurückspielen. Stendera, gut. Was ist denn das hier? Das war gut. Das war noch besser. Höger, das ist es. Marco Höger mit dem 1:0 für den 1. FC Köln. Das war jetzt saustark gespielt. Da hat Wolfsburg nicht aufgepasst, dass Marco Höger da komplett alleine ist. Ja, und sein Schüsschen, also da muss man echt sagen, es war nicht besonders gut geschossen. Aber, tja, es wurde auch nicht abgelenkt. Ich glaube, der Torwart hat es einfach zu spät gesehen. Und damit führen wir 1:0 gegen Wolfsburg. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, dass wir dieses Ergebnis verteidigen über die zweite Verlängerungshälfte. Das wäre sehr wichtig. Das wäre extrem wichtig. Ich hoffe, wir schaffen das. Die Jungs sind absolut platt. Die sind tot. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Heieiei, ich hoffe, wir schaffen es, auch ohne Verletzte und so weiter. Das wäre sehr ärgerlich, aber Wolfsburg ist auch platt. Wolfsburg ist auch platt. Das merkt man auch. Es wird auf jeden Fall noch eine ganz harte zweite Verlängerungshälfte. Gilavogi. Wir lassen Wolfsburg jetzt erstmal kommen. Didavi. Oh, das war stark. Und das ist das Ding. Kuba macht das 1:1. Da haben wir mal wieder nicht aufgepasst. Da haben wir nicht aufgepasst. Und
ist das ärgerlich. Da hätte sogar Gomez auch das Tor machen können. Aber es war letztendlich Blaschikowski, der hier das Ding macht. Und damit steht es schon wieder 1:1. Guter Ball hier. Rüber und... Zyuncu kommt nicht rechtzeitig hin. Und damit steht es 1:1. Damit steht es wieder näher am Elfmeterschießen. Wollen wir Elfmeterschießen? Wollen wir kein Elfmeterschießen? Also ich würde ungern Elfmeterschießen hier haben. Das wäre zu übel. Ud verliert wieder den Ball. Also Ud, gefällt mir nicht. Gefällt mir aktuell in seiner jetzigen Lage nicht. Öztunali, sehr gut gespielt auf Ud. Ud, jetzt muss doch mal was kommen. Schlechter Ball von Höger. Schlechter Ball von Höger. Und jetzt Wolfsburg. Wolfsburg mit Jung. Sebastian Jung, der hat Platz. Der hat richtig viel Platz. Die Flanke kommt. Kämpf klärt den Ball. Und der nächste Angriff für den ersten FC Köln über Höger. Höger. Öztunali verliert den Ball wieder. Blaschikowski, der hat auch noch ein bisschen Kraft. Und die nächste Möglichkeit, Blaschikowski. Wow. Also so langsam wird das ein Bibbern, ob wir nicht vielleicht doch gleich verlieren. Oh, gut gemacht von Wolfsburg. Da ist jemand verletzt, das soll uns egal sein. Das soll uns furchtbar egal sein. Öztunali, gut gespielt. Das war auch gut gespielt. Bittencourt hat jetzt richtig viel Platz. Bittencourt, macht er das Ding. Bittencourt und Castells. Oh, das Ding hätte er machen müssen. Das wäre seine Chance gewesen für das 2:1. Wie ärgerlich ist das denn? Bittencourt, der hatte noch viel Kraft, um hier das Tor zu machen. Und er schafft es nicht gegen Castells. Und wir müssen jetzt ins Elfmeterschießen. Ist das ärgerlich? Das ist super ärgerlich, aber wir können es jetzt nicht ändern. Ja, schauen wir mal, ich denke mal, die Liste ist in Ordnung. Caligiuri, die haben auch gute Elfmeterschützen, leider Gottes. Ja, da müssen wir gucken, wie es läuft. Jetzt erstmal Caligiuri gegen Horn. Caligiuri gegen Horn, der erste Elfmeter für Wolfsburg. Mal gucken, was dabei rauskommt. Caligiuri gegen Horn. Und da, sehr sicher. Horn hat die Ecke geahnt, aber es war sehr sicher. Höger gegen Castells. Höger und Castells hält. Castells hält. Ärgerlich. Gomez gegen Horn. Gomez gegen Horn. Und auch Gomez macht das sehr souverän. Nächstes Ding drin. Risse gegen Castells. Risse. Wieder Castells, der hält. Wieder Castells. Zwei verschossene gegen zwei getroffene Elfmeter. Blaschikowski, der darf jetzt nicht treffen. Und Horn ist dran, aber das Ding ist drin. Das Ding ist drin. Der nächste Elfmeter, der getroffen worden ist. Marc Uth. Marc Uth gegen Castells. Der ist drin. Der ist drin. Immerhin. So. Timo Horn muss jetzt alle Elfmeter halten. Gegen die Davi. Gegen die Davi zum Beispiel. Diesen einen. Und er hält. Er hält den Elfmeter. Wichtig. Das war wichtig. Bittencourt, der in der letzten Minute das Tor hätte machen können. Jetzt gegen Castells und auch der ist drin. Horn, du kannst uns jetzt retten. Wenn Wolfsburg jetzt verschießt, sind wir wieder im Spielgeschehen. Marcel Schäfer gegen Timo Horn. Marcel Schäfer gegen Timo Horn. Und Schäfer trifft und das ist das Tor, was die Entscheidung hier bringt. Der erste FC Köln ist raus gegen Wolfsburg. Sehr ärgerlich das Ganze. Wir hatten es auf dem Fuß. Wir hatten es auf dem Fuß, dass wir hier weiterkommen. Aber nein, das hat leider nicht geklappt. Wir können es nicht schaffen. Wir haben es nicht geschafft. Ärgerlich. Also 4:2 im Elfmeterschießen. Und wir sehen die Statistik. Wir hätten das Ding hier absolut gewinnen müssen. 12 Schüsse, 7 aufs Tor. Wolfsburg nur 9 Schüsse, 6 aufs Tor. Das ist ärgerlich. Vor allem, wenn ich jetzt an Bittencourt denke, das Ding hätte er reinmachen müssen. Und so sind wir leider raus aus dem DFB-Pokal. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und das auch noch im Achtelfinale. Das hätte viel besser laufen müssen. Und das wird uns wahrscheinlich auch bei den Vorstandserwartungen jetzt ziemlich, ziemlich runterholen. Das wäre richtig doof. Aber ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig hier. Tja. Ja, so sieht's aus. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall gegen Borussia Dortmund sein. Mal gucken, was wir da so reißen können. Ist das ärgerlich? Also ich bin wirklich gerade ein bisschen enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wäre gerne weitergekommen. Trainer, ich würde beim nächsten Spiel gerne auf der Bank sitzen. Ich fühle mich nicht in Form und brauche ein paar Tage Ruhe. Okay.
möchte sich bedanken. Okay, also Stendera möchte gerne ein bisschen Ruhe, das werden wir ihm auf jeden Fall geben. Ich denke mal, das war jetzt erstmal die erste Mannschaft spielen lassen. Ja, ist schwierig, wenn wir hier spielen lassen sollten. Sind alle nicht so hundertprozentig fit. Also tatsächlich hat uns das Spiel gegen Wolfsburg jetzt gerade ziemlich runtergerissen. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Ich denke mal, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen getauscht. Gucken wir mal, wie es dann läuft gegen Dortmund. Diese Folge ist auf jeden Fall erstmal beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann gegen Borussia Dortmund zu Hause. Also macht es gut und ciao. Ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.